Was? Ich habe keine Geheimnisse für unsere Tochter. Was für eine Tochter? Dun, komm jetzt. Guten Abend. Hallo Ryan. Einen wundervollen, mein Schatz. Hallo, ich muss auflegen. Komm her! Nein! Aua. Du hast meine Frau angefasst! Hab ich nicht, das ist gelogen. Aua! Ah, das geht voll auf den Kopf, Alter. Ich hab die nicht angepackt. Warum habe ich eine SMS darüber, dass du sie angefasst hast? Das kann sie ja am besten erklären. Aua. Sie hat gesagt, sie regelt das. Sie hat mich verarscht. Hallo Lea, schön dich zu sehen. Ryan. Ja? Was ist das? Warum bin ich Mutter? Können wir erst das Wichtige klären? Hat er dich angefasst? Das ist schon geklärt. Das habe ich dir auch geschrieben, falls du deine Nachrichten ganz gelesen hast. Du hast mir geschrieben, dass der dir ins Gesicht gelangt hat. Ja, und ich habe ihm zurück ins Gesicht gelangt und habe ein 200.000-Euro-Auto dafür geschenkt bekommen. Das unfair. Thema ist durch. Warum bin ich Mutter? Das ist unfair. Das habe ich ein Gut. Was hast du? Das tut weh. Ja, natürlich tut das weh. Ist auch ein Schlagring. Das tut richtig weh. Jetzt weint er wieder. Oh, nee. Jetzt hör auf zu heulen, Hasten. Das tut weh. Ryan? Wer meiner Frau ein beschissenes Haar krümmt, bezahlt mit seinem Leben. Ich hab Warum hat er dir ins Gesicht gelangt? Um ehrlich zu sein, glaube ich, weil er ein alter, tattriger Mann ist und als er was wegpacken wollte, das Gleichgewicht verloren hat, aber... Aber das war keine Absicht. Wollte ich eigentlich nicht zugeben, sonst wäre das mit dem Auto muss ich ihn auch nicht umbringen. Nee, das brauchen wir nicht. Komm, Ryan Cornelius Butters. Cornelius? Ja. Warum bin ich Mutter? Was ist unser Stichwort? Danke. Also, streng genommen bist du das nicht. Habe ich unser Stichwort gehört? Umbringen? Nein. Wir sind schon da. Handelt sich wohl um ein Missverständnis. Hat hier nicht der Chauffeur? Okay. Wer sind wir? Ich stehe heute Morgen auf. Ja. Ich trage nichts außer meinem Seidennachthemd. Ja. Ich möchte mich anziehen und finde keine einzige Socke mehr irgendwo, geschweige denn andere Kleidungsstücke. Ja. Also versuche ich dich zu erreichen, erreiche dich nicht. Ich erreiche Steinfeld nicht. Ich erreiche jetzt hör auf zu heulen, Hexen! Ich erreiche Bennett nicht. Ich erreiche niemanden, ja? Ich erreiche noch nicht mal Valeska, der sonst immer irgendwo um die Ecke lauert. Ich erreiche gar keinen. Also gehe ich barfuß in meinem Seidennachthemdchen nach draußen, in den strömenden Regen. Wo mich diese nette Dame aufgabelt. Das ist June. Die mir, ja, June, das habe ich dann Lea, mitbekommen. Ha, dankeschön. Oh, die mir dann sagt, sie hat meine ganzen Klamotten, weil du ihr die geschenkt hast. Und wir adoptieren sie. Das warte, 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 warte. Ich habe dir nicht Leas Klamotten geschenkt. Habe ich auch nicht. Hast du auch nicht. Aber sie interpretiert das, weil ich einen Second-Hand-Laden habe. Ja, ich hab doch nicht deine Klamotten in den Second-Hand-Laden gegeben. Hast du nicht gerade gesagt, Ryan hat dir Klamotten geschenkt? Ja, natürlich, aber doch nicht deine. Wo sind denn meine Klamotten? Ja, keine Ahnung, vielleicht geklaut. Ich habe doch nicht June deine Kleidung geschenkt. Ryan, ich habe kein einziges Kleidungsstück mehr in meinem Kleiderschrank. Du bist reich, dann kauf dir neue. Oh. Vielleicht ist auch dieser An unserem Haus steht ein Riesenkran und im Casino steht eine überdimensionierte Das mit dem Kran verstehe ich selber noch nicht, aber die goldene Statue von mir ist wunderschön. Die ist wunderschön. Und vor allem bodenständig. Bodenständig. Darf ich vorstellen, meine Wahlkampfhelfer. Hallo. Und dann hast du dich mit dem Schild angelegt. Ja, scheiß auf den. Nimmst du die Scheißbongos aus meinem Gesicht oder ich prügel dir die Bongos in deinen Hals. Ja, ich hab dir gerade was gegeben. Was macht ihr eigentlich alle hier draußen? Warum seid ihr nicht auf der Party? Ist die nicht cool oder was? Keine Ahnung, ich war noch nicht drin. Und die Leute sind sehr laut. Ich brauchte ein bisschen frische Luft und hab vielleicht zu viel Champagner getrunken. Den hat auch Hasten gesponsert. Ja, dann herzlich willkommen. Ihr seid alle eingeladen. Diamonds Casino Party. Begebt euch rein, wir kommen auch gleich. Ich muss mit meiner Frau nur noch kurz unter vier Augen sprechen. Ja, das solltest du ganz dringend, Ryan. Husten ist Sponsor, ne? Ryan, wir müssen auch reden. Ja, ich rede jetzt erstmal mit Lea, June. Lea, komm mal mit, bitte. Was? Keine Geheimnisse für unsere Tochter. Was für eine Tochter? Dun, komm jetzt. Was mit dem liebevollen schwarzen Sohn? Na gut, ab. Hallo Lea übrigens. Ryan, brauchst du Unterstützung? Nein, ich rede mit meiner Frau unter vier Augen. Bist du meine Frau? Ja. Sag mal. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ich geh kaputt. Schönen Abend noch. Also. Ja. Also, June, Lea, ihr habt euch ja bereits kennengelernt. Ja.
was wie habt ihr euch kennengelernt? Und was? Ich stand in einem Nachthemd auf der Straße, ohne Schuhe. Ja, und dann kam June, um dich zu retten. Ja. Nun, also pass auf, Lea. Zusammenfassung. June ist 19. Hi. Und eine verlorene Seele. Ryan? Ja. Wo warst denn du so vor 19 Jahren? Frag für einen Freund. Warst hoffentlich nicht in Dänemark. Nein, ich war nicht in Dänemark. Weißt du, wo du deine Nase vor 19 Jahren, in welche Angelegenheiten du die so gesteckt hast? Keine in Dänemark? Mhm. Bist du dir sicher? Ja, warum? Na, ich frag einfach nur, just to be safe, ne? Wie kommst du drauf? Na so, weil du mir hier eine 19-jährige Tochter präsentierst. Ich präsentiere dir June überhaupt gar nicht als Tochter. Aber Fakt ist, June braucht jemanden, der auf sie aufpasst. Und das mache ich hier und da, halt den einen oder anderen von ihr weg. Sie unterstützt uns viel, sie hilft uns viel und sie lernt euch doch erstmal kennen. Oh, das haben wir. Ja, ja, erst kurz. Ja, aber ich lieb sie schon. Ja. Sie hat keine Sekunde gezögert, als Haste mir auf die Nase gehauen hat und hat ihm auch auf die Nase gehauen. Sie ist eine gute, sag ich doch. Schon? Aber weißt du, Ryan... Ich habe auch letztens mir auf die Nase gehauen und sie hat gesagt, soll ich ihn tottreten. Ryan, das Ding ist, es wäre halt... Also die Zicke gesehen von dir? Liebenswürdig, wenn du solche Dinge in Zukunft vorher mit mir besprechen würdest. Naja, mach ich doch. Und sagen würdest, guck mal, Schatz, hier... Nein, das tue ich doch. Das ist ja gerade... Moment. Wo die Klamotten sind, weiß ich nicht. Und dass die weg sind, höre ich gerade zum ersten Mal. Das mit der Statue, das ist cool. Also das muss ich ja nicht absprechen. Ja, das mit die Hörnchen auf der Stirn hat, ist richtig cool. Das, was? Ja, das ist der Ding. Der geht auch nicht mehr weg. Er ist nicht wasserlöslich. Mason schreibt mir Danke fürs Auflaufen lassen. Schreib gern geschehen. Willkommen bei Familie Summer. Wer meinst du damit? Ja, nicht du. Sollte sie Mason schreiben. Ach so. Wir sprechen nochmal in Ruhe. Er schreibt mir Sternchen, Mittelfinger, Sternchen. Soll ich ihn schlagen? Sternchen, Mittelfinger, Sternchen. Das sollte symbolisieren, dass ich dir gerne einen Mittelfinger zeigen würde. Okay, Sternchen, Augen zu, Sternchen. Daraufhin schrieb er mir Sternchen, Mittelfinger, Sternchen, deswegen jetzt im Gebüsch liegen. Ja, wir können wieder nach vorne gehen. Nein, das kannst du nicht machen. Kann ich doch. Es gibt Dinge, bei denen verstehe ich keinen Spaß und das habe ich ihm eben bereits gesagt. Die Grenze ist hier überschritten. Sollten wir nämlich trotzdem einen Krankenwagen rufen? Weiß ich nicht. Wir sollten ihm einen Krankenwagen rufen. Ist nicht da. Oh, das ist ja schade. Der kann froh sein, dass der Müllcontainer da vorne nicht mehr steht, sonst hätte ich ihn da reingeschmissen. Hm. Jetzt können wir gehen, essen auf die Party. Ja. Wir gucken, was da geht. Guten Abend. Guten Abend. Das ist cooler, als ich dachte. Das stimmt. Aber die Tanzfläche ist ein bisschen leer. Alle tanzen irgendwie drumherum, weil keiner traut sich in der Mitte zu stehen. Ja, Ryan, fang mal an. Ja, komm. Und los. Oh Gott, das wird peinlich. Wollen wir in den Mangoa-Tanz beibringen? Ja. So, DJ, mach mal ein bisschen was fetzt hier. Ist noch Peps da? Gar keine mehr? Gar keine Weiter? Mehr? Hat jemand Ace oder eine Pappe? So, jetzt kommen wir auf die Tanzfläche hier. Alle schmeißen, keiner fängt. Was ist das denn hier für eine Party? Und wo ist meine Frau? Ist sie für die Verlosung hier? Ja, ich. Okay, dann brauche ich mal einen Casino-Mitarbeiter für jetzt gleich. Ich weiß immer noch nicht, wo meine Frau ist. Die steht hier rein. Welche? Ah, hier. Wir sind hier. Ja, ich habe dich gesucht. Ich habe mehrere gerade. Aber hier ist echt dunkel in der Ecke. Wir müssen gleich einmal kurz Pause machen für die Verlosung. Dauert aber nur 2 Minuten. Soll ich die Verlosung starten? Nee, warte. Aber du hast alle Losnummern? Ja. Gut. Wir starten jetzt gleich die Verlosung. Aber vorher, Frau Zirowska, rutsche mal ein Stückchen.
Bevor wir die Verlosung starten, erstmal danke für ihr Dasein hier auf einer der ersten Partys im Casino Club überhaupt. Bevor wir das Ganze anhauen, würde ich mich gerne selber nochmal als DJ hier hinstellen und den DJ gerade ganz kurz in Pause schicken. Dann gibt's einen Song und nach dem Song gibt's die Verlosung. Da will ich aber jeden tanzen sehen. Da oben, da unten und so weiter. Ja, gucken Sie, dass Sie hier eine schöne synchrone Nummer hinlegen. Frau Ziroska, sagen Sie mir einmal ganz kurz, wie viele Leute haben heute Lose gekriegt? 53. 53? Was? 53 Leute? Ja. So. Scheiße, ich gewinne das Ding. Und dann wird irgendjemand heute auch mit einem neuen Fahrzeug nach Hause gehen. Sie haben das vielleicht bereits vor der Casino-Türe gesehen. Und damit gewinnt Losnummer Nummer 2. Wer hat Losnummer 2? Frau Ziroska verkündet Ihnen einmal den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin des Fahrzeugs, das vor der Türe steht. Wenden Sie sich danach dann bitte einmal an Herrn Waleska. Und das Ganze ist, Trommelwirbel, wer ist das? Miles Wayne. Miles Wayne, sind Sie anwesend? Schade. Gut. Miles Wayne kriegt ein Auto und ist nicht mal da. So, wo ist der DJ? Weiter geht's. Lea legt sich hin. Wer legt sich hin? Lea. Wo ist sie? Die ist gerade raus. Du bist jetzt nicht, die ist ziemlich müde, sagst du. Ja, ich guck dir gerade mal. Ryan. Warum legst du dich hin? Weil ich müde bin. Ich dachte, wir quatschen noch. Ja, aber ich schaff das heute nicht mehr. Dann werde ich jetzt die. Fühlt sich an, als müsste ich nochmal mir die Beine vertreten. So wie eine Art Gassi gehen. Wieso? Ich verstehe nicht. Achso, ich verstehe. Ja. Das kann leider nicht warten. Wir müssen über June reden die Tage. Ja, wir reden über June die Tage. Versprochen. Also nicht mit, sondern auch über. Ja, über. Unter vier Augen. Du weißt, dass ich solche Sachen nicht über deinen Kopf hinweg entscheide. Naja, es fühlte sich sehr so an, zumal Bennett irgendwie sagte, ich weiß gar nicht was, Bennett, ich habe zu viel Alkohol getrunken, dass das irgendwie schon entschieden ist. Aber lass uns da die Tage weil Bennett ein Dulli ist. Ich habe dir das geschrieben, damit wir als erstes miteinander reden. Aber June ist eine gute und tatsächlich habe ich in dieser Umstrukturierung und in der aktuellen Zeit gemerkt, dass es die ein oder andere Person gibt, die mir vielleicht nicht gänzlich scheißegal ist, so wie der Rest des Staates. Und June ist halt einfach... Oh, hast du ein Herz entdeckt? Ja. Wer bist du und was hast du mit Ryan gemacht? Vielleicht sowas ähnliches. Du weißt, dass das Ding, was andere Leute Herz nennen, vielleicht irgendwo tatsächlich da ist. Ich meine, ansonsten würde ich Leute nicht auf die Fresse hauen, wenn sie dir einen Mittelfinger schicken. Übertreib's nicht. Ja, aber der hat's verdient. Der hat den Bogen schon den ganzen Tag überspannt und läuft auf einem Drahtseil. Und ich glaube, der guckt gerade, wie weit er gehen kann. Und das ist eine Grenze, die er nicht überschreiten sollte. Okay, pass auf. Ich muss. Lass uns morgen sprechen. Ich fall tot ins Bett. Hab noch einen schönen Abend. Wir reden morgen in Ruhe. Machen wir. Okay, bis morgen, Lea. Lieb dich. Ich dich, ja. Gute Nacht. Da sind Gäste, mach mal bitte den Tisch auf. Ja. Gut. Ja. Dann muss ich noch mit der Turnhalle sprechen, die am Blackjack steht. Turnhalle? Ja, wenn der mit dir redet, bekommst du Tinnitus. Sehr cool. Also gehe ich da nicht spielen. Ich vermisse halt, wo wir Zeit hatten, um 1 Uhr im Pool zu sitzen, Okoye. Ich vermisse das auch, ne? Sag ich dir, wie es ist. Ja, ich könnte dir die Staatsgelder geben und du übernimmst die Organisation mit June. Das könnte und ich machen. Und der Auszahlung der Zementarbeiter, das wäre ja sehr hilfreich tatsächlich. Das kann ich machen. Man hat ein Ding weniger weg vom Kopf. Wenn du da Kapazität für hast gerade, ja, wäre mir das tatsächlich geholfen. Kein Stress, kriegen wir hin. Steht die hier? Steht die nicht am steht die an der Schmelze? Ja, der Auto steht auch hier. Guten Abend. Hallo. Hi. So, wir haben Geld dabei. 183.000. Ist das nicht ein toller Camper? Hammer, habe ich schon gesehen, wirklich. Ist nicht so begeistert. Ich habe bei uns im Lager noch einen Becher Pisse gefunden. Möchtest du den auch haben? Was? Bei uns im Lager ist noch ein Becher Pisse. Nein. Ja, willst du den haben? Nicht? Mm-mm. Bist du sicher? Ja. Das passt aber zu dem Wohnwagen. Ja, aber... Was für einen Wohnwagen soll ich denn sonst haben? Kriegst du keinen Wohnwagen schlecht? Na, was ist das denn? Das ist hyper geil. Geringverdiener-Auto. Das ist anders geil. Da lebt man in einem Auto. Richtig. Unbeschwert. Jetzt von A nach B, egal wann du willst.
Du kannst super viele Leute mitnehmen. Er ist bezahlbar, spritsparend und geländegängig. Was willst du mehr? Wie viel wissen du jetzt? Und das Geile daran ist, was keiner bedenkt bei so einem Ding, du kannst die einfach folieren lassen. Das heißt, wenn du willst, kannst du einfach dein Gesicht drauf klatschen. Das wäre Wahnsinn, ein Becher Pisse mit Gesicht. Ja, zumindest das, ja, richtig. Brian. Hm. Ja. Ja. Was? Soll ich Papa sagen? Du hast sogar meinen Namen gesagt. Ja, ich danke schön, Ryan. Ach so, gut. Wir müssen zum Casino, das da warten Geschäfte. Das sieht okay. Nenn mich niemals Papa. Oder ich versenke dein Auto. Okay. Herr Bürgermeister? Bitte. Ich weiß dann erstmal auf die Auszahlung. Hier, bitteschön, Nervennahrung für Sie. Oh, das kann ich gebrauchen, danke. Ja, ich habe 4 Stunden Junes Job übernommen, seitdem sie zu der Besprechung war. Und ich hatte nur hier den Hof hier. Also ich will gar nicht wissen, was für einen Stress sie hier haben. Ja, sie haben keine Vorstellung. Kriegen wir aber alles hin, ne? In den Zeiten müssen wir zusammenarbeiten und zusammenhalten. Schaffen wir schon. Ja, und ich hatte relativ eine Idee wegen Unterstützung der Arbeiter und Auszahlung. Gut. Merken Sie sie dir und erzählen mir die später. Ich muss auf den nächsten Termin. Bin seit 11 Stunden. Dann egal.